Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2. Heute starten wir eine neue Kampagne. Das hat sich Dragon Boy gewünscht, und zwar Sparta. Genau, das kennen wir ja schon von, also den griechischen Stadtstaaten waren Poleis, das kennen wir ja schon von Makedonien und Epirus. So, ja. Die Spartaner werden als Söhne Herakles für den Krieg geboren und als Soldaten herangezogen und sind die besten Krieger der antiken Welt. Jeder Lebensaspekt eines Spartaners bereitete ihn auf den Krieg vor. Ihre Leibeigenen verhelfen den Kriegsmännern in der Agoge und Krypteia Perfektion zu erreichen. Obwohl weder Philipp der Zweite noch Alexander der Große Sparta eroberten, waren die Spartaner dennoch dazu gezwungen, dem Korinthischen Bund nachzugeben. Durch den Tod Alexander des Großen, welche die griechische Welt in Aufruhr versetzte, ist ihre Stadt erneut frei und kann wieder zu Großen aufsteigen. Die führende Militärmacht in Griechenland und der Welt darüber hinaus. Dieser Text, stimmt vorne und hinten nicht. Also, darüber werden wir uns auf jeden Fall auch in dieser Kampagne unterhalten, was für eine riesen Propaganda, die Spartaner gemacht haben, und warum das ihre beste Verteidigung war. Und nur so ein kleiner Fact, beziehungsweise ein kleiner Spoiler. Sparta war nicht für ihre Krieger bekannt, sondern für ihre Frauen. Nur so. Aber und vieles mehr werden wir dann in der Kampagne sehen. Wir haben natürlich Unabhängigkeit plus 20% Nahkampfabwehr bei Kampf in eigenen oder verbündeten Terrain oder Territorium. Das ist akkurat, weil Sparta ist eigentlich. Also, Sparta ist nie aus Griechenland raus und ist selten aus Sparta raus. Klassisches Erbe, 4 kulturelle Konvertierung. Spartiatenkrieger plus 3 Erfahrungsrang für spartanische Infanterierekruten. Das ist halt extrem gut. Helotenrepression minus 50% und Zufriedenheit von Sklaven. Das ist auch richtig gut. Sparta hat nämlich ihre komplette Infrastruktur war durch Sklaven gemacht. Und wir spielen natürlich auch sehr schwer. Und jetzt werden wir mal schauen, wie wir das meistern werden. Dragon Boy, das war mein Tisch. Dragon Boy hat auch gefragt, ob ich bisschen erklären kann, was ich da mache und so weiter. Das werde ich natürlich sehr gerne. In dem Epirus Let's Play habe ich das am Anfang auch gemacht. Epirus sind töricht. Nach ihrem kläglichen Versuch, Rom zu erobern, griechen sie zurück und wollen Griechenland erobern. Versuchen ist nicht gewinnen. Das werden sie begreifen, wenn wir im Kampf auf sie treffen. Die Makedonier werden sich euch vielleicht anschließen. Aber letzten Endes sind sie auch nicht besser. Alexanders Eroberungen haben sie größenwahnsinnig werden lassen. Werden in Schach gehalten, genau wie jeder andere Angreifer. Vielleicht wird es euch mit Athen und anderen wahren griechischen Staaten besser ergehen. Aber die Geschichte hat uns oft das Gegenteil gelehrt. Letztendlich solltet ihr nur Sparta vertrauen. Dann werdet ihr siegen. Genau. Erstes Ziel beherrscht 2 Provinzen plus 2500 Gold. So, da ist auch ziemlich viel coole Geschichte dabei. Wie gesagt, ich habe ja Epirus gespielt und die haben wirklich mit Hilfe von Makedonien
Rom angegriffen und haben die sogar besiegt. Aber das Problem war, Epirus hat keine Versorgung mehr bekommen und musste musste ungeschlagen quasi wieder zurückgehen, weil die Verluste waren zu groß. Also sie haben zwar jede Schlacht gewonnen, aber zu viele Verluste gehabt. Und daher kam auch der Begriff Pyrrhus-Sieg, weil das der Pyrrhus war, der General, beziehungsweise der König, der dann den Satz gesagt hat, noch so ein Sieg und ich bin verloren. Genau. Dann Makedonien ist ja gerade auch eine Let's Play-Serie von mir. Makedonien wurde von den anderen Griechen nicht als Griechen anerkannt oder angesehen, sondern eher als Barbaren. Genau. Ja, und der Rest passt. Genau, die Geschichte hat uns oft das Gegenteil gelehrt. Athen und Sparta haben ja extrem viel gekämpft gegeneinander. Athen hatte auch genauso wie, also Athen ist ja bekannt für ihre Flotte. Sparta hatte auch eine Riesenflotte. Ist ja klar, die sind ja vom Meer umgeben. Aber das ist oft nicht so bekannt. Aber das neue Assassin's Creed hat da ziemlich nachgeholfen. So. Wie fangen wir an? Also Sparta ist an sich von den Soldaten und Einheiten sehr stark. Schon mal sehr gut. Das Problem ist, wir haben eine bescheidene Ausgangslage. Und wir sind ja mit Epirus im Krieg und müssen schauen, dass wir vor Athen Epirus angreifen. Deswegen mache ich das immer gerne so. Ich schaue auf jeden Fall erstmal, welche Familie wir sind. Hier sind hier die da, Agiaten. Und deswegen werde ich diesen General schon mal nicht benutzen. Und da ploppt immer Steam auf. Und gebe schon mal meinem General die volle Armee. Dann scoute ich mal und schaue, was hier ist. Hier ist schon mal nichts. Gut. Also. Sparta kann man folgendermaßen spielen. Beziehungsweise das geht auf so relativ alle Fraktionen. Entweder man pusht Militär oder man pusht Wirtschaft am Anfang. Für viele eignet sich das wirtschaftliche Pushen. Für Sparta bin ich aber eher der Meinung, es lohnt sich eben die Logistik und also erstmal das militärische Pushen, damit ich ja schnell gute Einheiten habe oder also bessere Einheiten habe und genau, zumindest hier diesen Hafen bekommen, weil Hafen und Handel ist extrem wichtig für Geld. Und ich hole mir erstmal zwei Pikniere, die sind immer sehr stark, vor allem wenn man sie frontal angreift, sind sie fast unsterblich, mehr oder mehr. Also sie nehmen sehr viele mit ins Grab. Und die Plänklerinnen sind auch super, sind auf jeden Fall besser, haben bessere Stats als ihre Männer. Genau. Ja, was ist da noch zu sagen? Genau, hier gibt es ja immer so Weltwunder. Das sieht man zum Beispiel hier unten. Das ist ein Weltwunder. Statue des Zeus in Olympia. Und das gibt eben immer diese Boni. Und es gibt verschiedene Weltwunder, die kann man... Also zum Beispiel hier, wenn hier Tiere sind,
Dann kann man hier sehen, ist das Hauptgebäude eine ja, Pferdezucht. Damit kann man die Einheiten, die Kavallerieeinheiten eben verbessern. Zum Beispiel ein weiteres Wunder ist hier das da, der Leuchtturm oder hier die Statue. Genau, also es gibt da sehr viele, auch sehr viele Boni. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie wir uns ausbreiten wollen. Eben zuerst hier hoch. Und dann versuchen wir Makedonien zu bekommen. Es ist am Anfang immer ganz praktisch, wenn man eine Provinz bekommt, also verschiedene Städte oder Dörfer geben eine Provinz. Das heißt, sieht man hier an der dickeren Linie. Und die dünne Linie hier ist eben, wie groß der Bereich der Stadt ist oder wie soll ich sagen, also der ja, Machtbereich, sage ich mal, der Stadt ist. Und genau, wenn man eine Provinz hat, kann man schon einiges mehr machen. Wie zum Beispiel ja, ein Erlass erteilen oder ja, ganz viele Sachen. Und es gibt natürlich mehr Geld und mehr Möglichkeiten und so weiter. Also immer darauf achten, dass man schön viele Provinzen bekommt. So, jetzt haben wir die Ereignisnachrichten, die kommen nach jedem Mal. Kriegt sie verfügbar, dank jüngster Ereignisse könnt ihr nun eure Verbündeten ein Ziel vorschlagen. Das ist, weil wir nämlich, das sieht man hier bei Diplomatie, wenn wir Athen anklicken, dann, okay, normalerweise kann man denen nur ein Ziel geben, wenn man ein militärisches Bündnis hat. Aber wahrscheinlich jetzt, weil ja, weil das von der Kampagne so vorgegeben ist. Genau, hier ist zum Beispiel jetzt auch Klientelkönigtum von Makedonien. Das heißt, er wird sich, also irgendwann wird er sich von Makedonien abwenden, das ist so vorprogrammiert. Es sei denn, die sind machen sehr viel Handel und so weiter und schaukeln sich dann gegenseitig mit einem Grinsebackengesicht hoch. Dann werden die sich nicht trennen. Aber normalerweise ist es so, dass Athen und Makedonien sich trennen. Vor allen Dingen, wenn es halt KI sind. So. Das heißt, wenn ich dann später, wenn ich Epirus fertig gemacht habe, also Athen wird auch bald Epirus angreifen. Das ist auch vorgegeben. Das ist auch wichtig zu wissen, wenn man Epirus spielt. Genau. Blablabla. Das ist auch wichtig, wenn man später Makedonien angreift. Das findet Athen dann nicht so geil, wenn er noch im Klientelkönigtum ist. Gut. Hier, das da ist zum Beispiel eine Fähre, da kann ich hier rüber. Wenn ihr Rechtsklick gedrückt halten oder rechte Maustaste gedrückt haltet, könnt ihr so ziehen, was oft sehr gut ist, weil wenn ihr einfach hier klickt, dann geht er plötzlich dahin und ihr habt keine Reichweite mehr. Genau, oder wenn ihr nach Italien wollt oder nach Rom wollt, dann seht ihr schon, er will über Land gehen und es dauert ewig und nicht über See. Ja, jetzt habe ich zum Beispiel gerade losgelassen. So. Jetzt hier können wir Söldner anheuern. Was ich jetzt gerade. Ich glaube, das werde ich sogar tun. Anheuern. Die sind, also Söldner sind extrem teuer. Das macht nur dann wirklich Sinn, wenn ihr kurz vor dem Kampf seid. Oder wenn ihr es euch leisten könnt. Der hat jetzt hier Elefanten. Das ist in dem Fall schlecht, weil wir keine Brandpfeile haben. Aber ja, wenn es zum Kampf kommt, zeige ich euch.
Ah, genau, kein Geld mehr. Zeige ich euch, wie man die ausspielt. So. Mal schauen, wahrscheinlich wird er mich jetzt nicht angreifen mit beiden Armeen, weil er zu wenig. Genau, er hat zu wenig Armeen. Er ist jetzt ausgebrochen. Genau, hier hat man ja gesehen, dass er ein neues Feld ausgebaut hat. Logistik haben wir jetzt erforscht. Dann können wir hier in den Bäumen weitermachen. Also hier müssen wir auch erstmal zivil erforschen, damit wir hier die freischalten können. Jetzt die Docks wollen wir nicht. Ausbildungsfeld. Wenn wir das machen, dann können wir oder haben wir plus 2% Nahkampfangriff für alle Einheiten. Das gilt immer. Und Angriffsbonus für alle Landeinheiten ist schon mal ganz gut. Hier zum Beispiel ermöglicht Siedlungstore das Ausgießen von kochendem Öl. Hier sind so die Verteidigungsdinger. Ist ja, ja Verteidigungs- und Belagerungs wird ja hier beschrieben oder betitelt. Und hier kann man auch die Rüstungsschmiede oder Waffenschmiede machen, womit man dann die ganzen Einheiten upgraden kann. So, Verwaltung. Hier kann man zum Beispiel auch sehen, wo man da hinkommt. Also königliche Kaserne, da kommen halt die heftigen Spartaner raus. Hier die ganzen, also Pferdekoppel, die Stratopedonen oder wie das heißt, Kolonie. Das ist halt alles so eher passive Boni, was die Einheiten da bekommen. Und das sind dann wirklich die, also Hoplitenkaserne, was womit man dann wirklich gute Einheiten bauen kann. Ich werde jetzt auf jeden Fall schauen. Erstmal auf das da. Rekrutierungskosten weniger und Unterhaltskosten weniger. Sparta ist in dem Bereich ziemlich teuer. Und deswegen will ich so wenig ja, so wenig Geld in die Armee stecken müssen, wie nur möglich. Gut, hier haben wir jetzt eine Gefechtsaufstellung, also eine Belagerung. Ist es jetzt nicht, weil die Stadt keine Stadtmauern hat. Und er hat jetzt nur die Garnisonsarmee drin, was echt dämlich ist, weil mit seinen beiden anderen Armeen hätte er größere Chance gehabt, aber ich hätte ihn mit dieser Armee auch Platz gemacht. Und jetzt können wir entweder umstellen machen. Das heißt, wir haben mehr Zeit und können. Warte, warte, warte. Wo stand das nochmal? Ah, hier, ja. Genau. Runde bis zur Kapitulation 2. Das heißt, wenn ich zwei Runden in Folge die belager, dann gibt die Garnison auf, weil sie verhungert. Nachteil dabei ist, ich habe natürlich auch Verschleiß, weil Belagerung. Und ich bekomme keine Erfahrung. Und ja, deswegen. Und bei so einem Clan, ja, also wenn es so klar ist. Das Gelbe ist meine Kraft und das Rote wäre seine Kraft. Das nächste ist automatischer Angriff. Hier können wir aggressiv, ausgeglichen oder Schutzstellung machen, je nachdem, wie man will, wie seine Einheiten vorgehen. Das steht aber alles auch dabei. Und sobald man Kavallerie hat, würde ich selten aggressive Stellung machen, weil sonst schickt er die meistens vor und die haben enorm viel Schaden dann. Gut, dann könnten wir das natürlich selber angreifen oder selber spielen, was jetzt keinen Sinn macht, weil das viel zu einfach ist. Einfach Zeitverschwendung. Und dann geht noch Belagerung abbrechen. Ist ja klar. So, wir werden das aber aggressiv machen, damit wir alle erwischen und ja. Ah, verdammt, jetzt habe ich vergessen, das zu zeigen. Aber wie gesagt, das ist alles nochmal in meinen Tutorials, die diese Woche rauskommen. Und ja, da könnt ihr sehr gerne reinschauen. So,
Also, wir haben jetzt Imperium, das ging schnell, weil wir eben mit keinem Imperium angefangen haben. Also, wir haben mit nur einer Stadt angefangen und jetzt haben wir zwei Städte. Und ja, die Anzahl der verordneten Erlasse pro Runde 1. Das darf eigentlich nicht sein. Achso, ja, ist klar. Also, das Erlasse pro Runde 1, genau, hier. Die Erlasse kann man nur in Provinzen erteilen. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen gestutzt. So, hier können wir jetzt ausbauen. Hier steht man, sieht man immer, was die für Boni geben. Zum Beispiel hier mit Pferdeausbilder. Das sind Pferde der Stufe 1. Also das, die haben dann eine bronzenen Hufenemblem auf hier auf dem Banner oder auf dem Bild. Und genau. Hier könnten wir jetzt was bauen, wenn wir noch Geld hätten. Haben wir aber nicht. Und ich werde jetzt die rausschmeißen. Die Söldner. Weil sie einfach zu teuer sind. Und jetzt muss ich schauen, wo die Gegner sind. Weil die beiden Armeen sind hier hochgewandert, was eigentlich selten passiert. Weil das einfach dumm ist. Hier muss man aufpassen, wenn man einen Bauplatz hat. Und genau, das steht sogar da. Falls ihr sie zu lange ungebaut lasst. Achso, Bauplatz. werden sie hier Elendsviertel bilden. Und Elendsviertel ist extrem kacke, weil sie einerseits sehr viel Geld brauchen, um wieder abgerissen zu werden. Das kostet, glaube ich, 500 Gold. Vor allen Dingen am Anfang ist es blöd. Und was noch blöder ist, ist, dass sie 5 Nahrung verschlingen. Also das gibt dann minus 5 Nahrung, was extrem blöd ist. Dann hier haben wir schon mal eine Fertigkeit freigeschaltet. Und ich mache den Kommandanten draus. Hier gibt es eben Kommandant, Stratege und Philosoph. Und Stratege ist, zeige ich euch mal, genau, Kampagnenreichweite oder Unterhaltskosten, Verstärkungsrate. Verstärkungsrate ist zum Beispiel, wenn eure Einheiten geschwächt aus einer Schlacht kommen, dann braucht es weniger Zeit, bis sie wieder vollständig einsatzfähig sind. Genau, hier ist quasi das Ulti von ihm. Also an sich ist alles passiv. Es sei denn, da steht zum Beispiel hier das dritte, ermöglicht Fähigkeit, Fertigkeit meine ich, neuer Aufschwung in Klammer Gruppe. Das heißt, er hat in der Schlacht, in der Spielmann-Schlacht hat er dann diese Fähigkeit und kann eben die Moral von den Einheiten wieder steigern. Hier kann man auch sehen, Level 1, Level 2 und Level 3, was sich da verändert. Und ich mache natürlich den Kommandanten am Anfang. So. Aber wie gesagt, das ist auch alles in dem Tutorial von mir. Bisschen ausführlicher beschrieben. Das kommt in ein paar Tagen. Also diese Woche auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob ich es heute schaffe. Oder morgen oder übermorgen. Mal schauen. Gut. Der ist 59, das heißt, er wird bald sterben. Seine Frau ist natürlich schon tot. Aber der ist am Leben, das heißt, ich werde ihn mal verheiraten. Reiche Ehefrau, das ist gut. Giftmischender Ehemann, eigentlich ist das nicht so gut. So, gut, dann wäre es das für die erste Runde. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr könnt gerne auf die Tutorials gehen. Ich werde hier jetzt ein Endscreen die Playlist von den Tutorials einblenden, sobald die da sind.
Und ja, bei den anderen Let's Plays von mir könnt ihr auch sehr gerne zuschauen. Danke fürs Zuschauen, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Bye!